Im Bundestag ist es zu einer außergewöhnlichen Szene gekommen. Bei der Rede von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht fragte der linken Politiker Ali al-Dailami wiederholt, Zitat, was wollen Sie konkret mit dem Sondervermögen tun? Lambrecht erklärte, dass das Geld unter anderem für Lohnerhöhungen und die Instandhaltung von Standorten investiert werden würde. Auch die Ausstattung der Bundeswehr solle verbessert werden. Doch die Antwort schien dem linken Abgeordneten nicht genug zu sein. Er wiederholte seine Frage. Als Lambrecht entnervt zur erneuten Antwort ansetzte, schritt Kubicki ein. Frau Minister, bitte, Herr Kollege. Lesen Sie doch mal das Beschleunigungsgesetz ausdrücklich durch. Und genau da werden Sie ganz viele Antworten auf diese Fragen finden, dass es darum geht, Verfahren zu beschleunigen, dass es darum geht, nicht mehr Frau Ministerin, einzelne Lose ich sehe geht ein, dass es für Sie ungewöhnlich ist, dass ich mich durchsetze jetzt hier. Aber wir machen hier keine allgemeine Erklärung. Und wie gesagt, dreimal dieselbe Frage zu stellen, macht wirklich keinen Sinn. Insofern müssen Sie das auch nicht mehr beantworten. Wir haben dreimal jetzt gehört, was Sie beabsichtigen. Wenn es dem Fragesteller nicht gefällt, ist es sein Problem.